Hallo meine Freunde, willkommen zu Abriss Build to Destroy. Der Vollversion ist erschienen vor zwei Tagen am 14. April 2022 und mir hat die Demo so dermaßen gefallen und vor allem mich jetzt heute, weil es schon später ist, bis ich zum PC gekommen bin, absolut Lust eigentlich auf Build chilliges Zeug habe, also nichts Bären töten in Icarus oder irgendwas Stressiges. Werden wir sich jetzt erstmal anschauen. Außerdem steht Ostern vor der Tür, weil, wie gesagt, heute ist der 16. Morgen am Abend kann ich nicht zum PC, da bin ich leider irgendwo wahrscheinlich um die Zeit im Delirium. Und von daher machen wir mal eine gemütliche Runde. Ich wünsche euch allen trotzdem auf jeden Fall frohe Ostern. Genießt die Zeit. Da Corona ziemlich hier abgehakt ist, fürs für jetzt mal mit den Lieben, mit der Familie. Lasst es euch gut gehen und habt schöne Feiertage. So, mit den Glückwünschen und frohe irgendwas Wünsche starten wir ins Game. Schauen wir mal geschwind, ich habe es zum ersten Mal gestartet. Ich habe mir da gar nicht viel Gedanken jetzt vorher dran gemacht über irgendwas. Weil ich mir gerade gedacht habe, ja, aber eh die Demo gespielt vor kurzem. Aber ich muss mal kurz mit durchschauen. Lautstärke wäre ein bisschen zurückschrauben. Das passt. Grafik. Habe ich früher mal gewusst. FX, oder? Das erste Mal, das war immer ein Ding. TA ist, glaube ich, spezielleres. Ich habe das mal gewusst, was das alles heißt. Aber ich habe mich da, ich mich grüßt als Anti-Aliasing-Modus sind wir dabei, also Kantenglättung ist mir dabei eigentlich ziemlich wurscht gewesen, weil in der letzten Zeit, weil durch Nvidia DLSS ist sowieso meistens DLSS-Renten, dann ist Kantenglättung eh für nach Hugo. New Gaming. Jetzt deaktivieren. Weiß nicht, was das heißt. Egal! Soll passen. Kampagne! Ja, Leute. Was gibt's denn da an Welten überhaupt? Das sieht aus. Ach mal, ja, ich muss hier beim Intro anfangen. Das hilft mir nichts. Dann machen wir jetzt Halbstunde Parts, dass nicht ganz so lang dauern. Rechte Maus, dass die Kamera drin. Passt. Linke Maus, dass sie halten zum Bewegen. Passt. Umgebungen sind ja auch immer cool. Mausrädchen zum Zoomen. Ultraschwerer Würfel. Es tut dir kein schwerer Würfel, es muss dir gleich ein ultraschwerer Würfel sein, sonst wäre es nicht so dramatisch. Ja, das kennen wir ja schon. Schnell bauen, hinklicken, drückt halten, hinzahlen. Sind wir ganz an die Ecke ran, ist wurscht. So. Ja, wenn wir es drückt halten. Und hier zum Beispiel drückt halten. Und dann rumziehen, können wir nämlich ein bisschen rumziehen. Noch an die, man kann nicht runterfallen dann von der Ebene, wo man gerade ist. Mag so Spiele nebenbei. Ja. Das ist eine komplett sinnlose Meldung, weil sonst hätte ich es nicht spielen. So. Nee, warte mal, das wollte ich jetzt nicht. Drehen, Mausrädchen, okay. Zerstöre die roten Blöcke, um zu gewinnen. Mehr! Los! Bam! Erledigt! Ende! World 1! Überall 100 werden wir nicht schaffen, aber das macht nichts so. Nächste Welt! Jetzt können wir die ganzen Tutorials nochmal. Schade, aber eh nicht. Connect to Link Parts. Er setzt unten auch einen Connector hin, dass die zusammenhängen. Ja, sonst ist nämlich, wenn man die nur überall anstellt, ist das nämlich nichts. Aber werden wir machen. Machen wir mal einen. Ne, er hat einen ultraschweren Würfel hingestellt. Schauen wir mal. Ich habe da letztens schon das Problem gehabt, dass das Zeug immer auseinandergefallen ist. Wir fangen einfach gleich mit langen an. Lange ist immer gut. Habe ich mal gehört. Wurde mir gesagt. Connector.
Tor lang. Connector. Ultra lang. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur mehr. Hängen wir da vorne noch Gewicht dran. Das schneller kippt. Und die Blöcke da sind eigentlich für den Arsch, aber voilà. Wir werden es auch stapeln, weil mehr als umfallen können es nicht. Hören wir mal. Wie steppert das Roboter durch? Ups. Sollten die auch wieder. Was? Achso, wir haben nur den. Wir haben nicht alles platt gemacht, wir haben nur die Kugeln jetzt zerstört. Das können wir auch schon nochmal probieren. Denn mal interessieren, wenn ich nur unten das weghack, müsste eigentlich das Ganze ja zusammenfallen. Das wäre sowieso interessant zu wissen für die. Ah, falsch. Interessant zu wissen für die nachfolgenden Level. Beschäftige ich mich da gerne mal ein bisschen mehr damit. So, jetzt werden wir mal schauen. Funktioniert das, wenn ich das so mache? Gewicht nach vorne, zwecks beschleunigten Umfallen. Anhören, weil wurscht. Ja, macht auch nicht das Ganze hin, aber viel. Oh ja, oder? Ja, da ist schon vor, waren es 78%. Sind wir da jetzt? So eine Scheiße. Na gut, kann nicht alles haben. Okay, zerstör was, um eine Plattform freizugeben. Ja, das kriege ich hin. So. Ah, ich habe das. Ich halte immer die Taste drin drückt. Das sollte eigentlich so problemlos. Wir müssen mal Easy Going Mode. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. Ja. Fertig. Ja, und da haben wir einfach in der Mitte, das kriegen wir eh schön in die Mitte rein. Haben wir jetzt einfach mal. Ich meine, ich weiß, solche Spiele sind jetzt nicht unbedingt die View-Magneten. Aber wie gesagt, das habe ich schon öfter erwähnt, darum geht es ja auch nicht wirklich. Ich meine, sicher freue ich mich über Views, aber es sind nicht. Es sind nur, dass ich spiele schon Sachen, die mir gefallen auch und nicht irgendwas, nur weil es gerade modern ist. So. Nein, eigentlich nur. Eigentlich ist es irgendwie kacke, was ich da mache. Probieren wir das mal. Ja, zu kurz. Auf jeden Fall noch höher rauf. Man kriegt es ja mit Rechtsklick schon weg. Ich habe mich in der Höhe um eins verdammt. So, ja, so. Jetzt aber los! Los, Gipfelkreuz. Tu deinen Zweck. Bam! Haha, voll erwischt. Prozent sind es natürlich auch nicht geworden, aber das hat schon ordentlich schön reingehört. Oh, oh, 100%, oder? Ich meine, zumindest jetzt bei dem zweiten Ding hier. Voll. Oh ja, das ist jetzt lustig.
Diese Drehdinger hier wirken auch wie so Connector, glaube ich. Das kommt mir gerade halt zumindest so vor. Kann ich das nicht irgendwie? Was macht Steuer und was macht Schiff? Ah, Steuerung, Shift geht ein bisschen. Shift geht. Hoppala. Haha, sollte man abschalten. Ja. Wie das immer piepst. Okay, sollte man nicht allzu oft drücken. Gut. Wieso kann ich das nicht ein Stück vorgeben? Naja, dann muss so auch reifen. Mal. Connector, Langteil, Connector, ich sehe das Held, das war in der Demo anders, Vollgas! Alles verrammt, ich gehe die ersten Welten schneller durch, weil wir es in der Demo gespielt haben. Also wer das im langsamen Modus will, sehen will, dann bitte die Demo anschauen. Es sind Bomben. Bis jetzt muss ich nämlich sagen, ist die Demo genau noch identisch mit dem Zeug hier. So, jetzt bauen wir da so eine lange Leiste vor. Das hätte man eigentlich sparen können. Die bräuchte ich eigentlich nicht mehr, weil das kippt es nach vorne. Ne, warte, das ist ein Halteblock. Kippt nicht nach vorne, aber mal wird es nach vorne kippen und sich auch da anhalten. So, testen wir mal. Bomben muss man auch zünden, nebenbei. Perfekt. Boom. Ende. What the fuck? Was hat da gefehlt? Naja. Rechtsklick zum Teile löschen. Das ist eine Funktion, die ich mir eigentlich denke, die hätten es schon erklären können, bevor ich die ganze Zeit da jetzt schon rumspiele. So, was haben wir denn hier? Säulen, Konnektoren, Bombe, Rotationsding. Schöne Idee. Pickt man das daran? Säule dazu. Connector. Säule. Connector. Säule. Connector. Bombe. Da bin ich gespannt. Warum redet denn die jetzt wieder? So, schau mal. Bam! Das ist auch cool. Das war schon mal ein bisschen anders. Oh Mensch, wieso kommen denn... Wo war denn da noch was über? Ich sehe da eigentlich gar nichts mehr, das ist nicht kaputt. Aktiviere Maschinen mit Aktivatoren. Ja, wie aktiviere ich den Aktivator? Da was drauf fallen lassen oder? Die Welt zum Beispiel gab es nicht mehr in der Demo.
Wir werden das jetzt mal einfach testen. Lassen das mal was umfallen. Lassen wir mal was drauf fallen. Schauen mal, was passiert. Boom. Also der schießt durch den einen, aber nicht durch den anderen. Mal nochmal, wie viel brauche ich da? Ja, ich brauche da beide. Okay. Gut, ich habe auch einen Bomben. Zwei Bomben. Weggibt, das da herstellen. Da. Ach, manchmal verklicke ich mich da immer. So, hier. Machen wir dann Connect. Ich will jetzt, dass der da drauf fällt, das da. Das soll aber schneller umfallen. Das müsste man mit Gewicht machen. Schauen wir mal, ob das geht. Schauen wir mal allgemein, was das tut. Auf jeden Fall noch nicht lang genug. Wenn nicht, müssten wir das Wetter reinsetzen und eine Bombe dran und da auch. Nope! Nicht so funktioniert. Das Problem ist, nur der Laser kommt anscheinend darüber. Ja, dann machen wir es auf zweimal. Zack. Schauen wir mal, ob wir das da Luft jagen können irgendwie. Das ist jetzt wenig. Server. Jawohl. Das war aber auch mehr Glück als sonst, was das jetzt da drin noch explodiert ist. So, wir müssten jetzt eigentlich nur mehr den Aktivator irgendwie drücken. Den kann man wahrscheinlich auch mit einer Bombe drücken. Geht das? Ich schau mal. Ja. Läuft! Sind wir sogar Experte? Zwei Züge. Benutze Gelenke, um Achsen zu bauen. Axophysik Games. Ja, wirklich, wirklich. Ich mag die ja wirklich. So, muss die man da mit. Ja, weil da die Achse herkommt. Ziemlich sicher. Gelenk horizontal. Soll ich da rüberkommen?
macht denn das Teil, wenn ich es los sage? Gar nichts. Ey, wie soll ich da rüberkommen? Ich hab Bomben. Ich hab Konnektoren. Ich bin ja wirklich blöd. Die Dinge daneben zeigen sie ja sogar. Nicht vom Entwickler. So. Alles gleich. Lang. Dann legen wir eine Bombe darauf. Stellen wir den drauf. Das war nix. Da brauche ich vielleicht so einen super schweren Block. Dass wir mehr Gewicht dran kriegen. Nope. Aber das vom Prinzip her wird es wahrscheinlich so gehen. Sind noch ein Gewicht dran? Okay, dann müssen wir weiterwerfen. Leider wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Das weg. Bombe ran, stellen wir das da her. Nope. Doch noch zerstört? Ne, das machen wir nochmal. Da fühle ich mich schlecht. Fühle mich wirklich schlecht. Machen wir das Gelenk daran. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, ist, wie kriegt der. Der hat unten hier das außermittig platziert. Wie kriege ich da. Den Block daran. Ist da in der Steuerung ein Hinweis drauf? Nagel. Ja, wir können nur komplett knapp setzen. So. Unten drunter kann ich ja nicht irgendwie, ne? Oh.
Da hat sich schon ein ordentliches Gewicht drauf. So, jetzt schauen wir die Bombe nochmal. Das hierher mal. Ja, fühle ich mich schon besser. Komm schon, explodier noch. Du da. Fuck. Es ist schon... Ah, hat es doch noch zerrissen. Ja gut. Wir haben es geschafft. Boah, 98. Da waren wir sogar gut. Gut, das Spiel hat es mir eh vorgegeben. Triebwerke geben dir Schub. Das war letztes Mal ein bisschen schwierig. Vor allem, weil ich die Kamera nicht gerade legen kann. Ich weiß, jetzt sehe ich die Höhe, dann muss ich ja nach oben ein Stück, ne? Das war beim letzten Mal, glaube ich, habe ich das... Ich baue das jetzt nach kurz. Habe ich sie, glaube ich, hier... hergemacht, daneben hingemacht, den draufgelegt, und einfach nur dann Schubtriebwerk ran. Schauen wir mal. Leck mich am Arsch, da habe ich in der Demo wirklich braucht dafür ein bisschen. So knapp vor Experte. Was haben wir denn noch? Ui. Schaut nach einer Raketenabschussrampe aus gerade. Wir haben eine Bombe. Einen stehenden. Und zwei Rotationsarme. Darf die Bombe rotieren? Kann ich das Ding drehen? Vielleicht, ich will das unten ranpappen. Ja, das ist gerade die Frage. Warte mal kurz, für was habe ich die zwei Rotationsdinger? Das bringt mir so ja mal gar nichts, weil jetzt steht es da unten blöd rum. Ich bräuchte den Schub von unten. Wie kriege ich den Schub da unten hin? Sie auch nicht seitlich daran machen. Ja, absolut, ich kann es nach unten schicken. Leute, das ist ja die Frage. Ja, ja. Boom. Gut, was Neues.
Wenn ich es einfach nur noch dran montieren könnte, aber ich wüsste nicht, weiß nicht, wie das geht. Drehen hilft mir das bei dem nichts. Aha. Mein Kreisel. Es darf sich drehen, weil es cool ausschaut. Okay, nochmal. Ich hab schon mal was gebaut, was geil ausschaut. Was? Wenn der Entwickler nicht so nett wäre, würde man halt die ganze Zeit Tipps geben, weil da fliegt ja schon wieder so ein Gerät vorbei. Was ich eigentlich nur nachbauen muss, warte mal. So. Warte mal. So. Ja, ist ein bisschen schwerst verkompliziert jetzt, da, weil ich einfach unten hinsetzen könnte, die Triebwerke, wäre das natürlich einfacher. Ja? 100% bei Ketten aus Gelenken. Warum sollte ich das? Ah. Vertikalgelenk. Klebeblock. Sein. Das müsste eigentlich so auch gehen und nicht andersrum. Ja gut, halten tut es einmal, das ist mir klar. Ja. Ich glaube, das funktioniert vom Prinzip her, aber ich glaube nicht, dass so geplant war. Nope, vielleicht sollte man es doch anders hinlenken. Oh, kurz. Vergessen die Routine dann so blöd.
jetzt noch einen schweren Block ranmachen. Let's go! Das könnte jetzt theoretisch genauso ein Zufall gewesen sein. Oder ich habe einfach nicht da angefangen, wo ich anfangen soll. Weg alles. Fangen wir mal ein bisschen höher an. Jawohl, erwischt. Da muss aber wirklich schnell sein. Wenn man die Kette am Anfang runterfallen lässt, schaut's Arsch aus. Ah, einmal so kurz vor perfekt. Also vor perfekt wäre 100. Nach 38 Minuten ist der Part schon leck, Arsch. Ja, so solchen Schatz haftet es nicht. Jo. Cool. Modus ist auch cool. Ja, das wird einfach nur eine Rollreihe werden. Letztes Mal für den Part. Schauen wir mal. Los! War jetzt aber auch nicht wirklich schwierig. Ich möchte das nochmal machen. Ich glaube nämlich, dass wir das sehr wohl mit 100% hinkriegen. Wenn wir ein bisschen weiter auseinander gehen. So, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Ja, alle übrigen halt.
Na dann, los. Nach 100 gehen sie wieder nicht aus. Die mittleren fehlen komplett. Aber geschafft haben wir es, die Welt. Scheiße, hab ich wieder nicht hingekriegt. Ah, da war ich vor, war viel besser. Ja, das kann ich so jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Aus. Ich muss wenigstens wieder auf Experte, wenn ich davor beim ersten Mal bei so einer leichten Welt eigentlich schon hinkommen bin, dann muss ich das jetzt auch gehen. Falsch. Komm, walz das nieder. Ja, auf jeden Fall mehr. Nicht so viele vorher, aber gut. Okay, Leute. Dann Schwerkraft an, aus mit Antigravitationsgerät. Ich sehe schon, das wird jetzt kompliziert, weil dann kann man die Dinger schweben lassen, je nachdem, wie sie, sie drehen, wieder mit die Triebwerke starten. Okay, gut. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.